die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden predigte Johannes, Johannes der Täufer. Heißt das also etwa doch, dass die Taufe heilsrelevant ist und dass man durch die Taufe die Vergebung der Sünden bekommt? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Zunächst ist wichtig, dass die Bibel eindeutig unterscheidet zwischen der johannäischen Taufe und der christlichen Taufe. Die johannäische Taufe hat einen völlig anderen Charakter als die christliche Taufe. Ein Video zur christlichen Taufe findest du in der Videobeschreibung. Schau dir dieses gerne mal an. Johannes der Täufer bereitete das Volk der Juden vor auf den Messias, auf Jesus Christus, dessen öffentliches Auftreten unmittelbar nahe stand. Und das Volk der Juden sollte sich vorbereiten auf den Messias, indem sie Buße taten, also umkehrten von ihren Sünden und ihre Sünden bekannten. Und ein Zeichen dieser Buße, ein Zeichen dieser Umkehr war die Taufe, die Johannes der Täufer durchführte. Die Taufe zur Vergebung der Sünden im griechischen Text bedeutet die Präposition zur, bedeutet nicht, dass die Taufe die Vergebung der Sünden bewirkte, sondern es bedeutet, dass die Taufe in Hinblick auf die Vergebung der Sünden geschah, also bezugnehmend, in Bezugnahme auf die Sündenvergebung durchgeführt wurde. Was heißt das? Das heißt nun, dieses Zeichen der inneren Umkehr, das Zeichen, die Taufe zur Vergebung der Sünden, sollte das Volk vorbereiten auf den Messias, auf Jesus Christus, der ihnen dann wirklich die Vergebung der Sünden brachte, der ihnen dann wirklich die Sünden vergeben konnte, wenn sie sie ihm bekannten. Das ist der Gedanke hier. Das heißt also nicht, dass die Taufe die Sündenvergebung bewirkte. Die Taufe ist also nicht heilsrelevant. Weder die Taufe von Johannes noch die christliche Taufe. Es sind beide Taufen sind ein Zeichen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Bibelvers besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.